Jo, im Zug sind wir heute bei TDT. Im Zug! Hier ist sehr gefährlich, hier kann man nämlich sehr leicht sterben, wenn man nicht zum anderen Waggon schafft zu springen. Das ist ja Quatsch. Ach, wer sollte denn sowas tun? Dieser Zug ist auch sehr leise, merke also, ich gerade. Also, ich möchte nur noch kurz anmerken, ja, es wurde sich in der ersten Runde seit dieser Session beschwert, dass ich nur Traitor bin, ja, ich war seitdem nicht mehr Traitor. Tja, der Server ist halt... Er gibt und er nimmt. Nee, du hast da irgendwas eingestellt. Ich hab gar nichts eingestellt. Ich hab nur geguckt, dass du nichts eingestellt hast. Ja. Aber ich habe keine andere Option angedrückt. Ich bin ruhig, es ist jetzt ohne... Es ist halt zu ruhig für einen Zug. Es ist richtig gespenstig. Ja. Und ich habe Andi verloren. Der war gerade noch gar hier, keine jetzt Waffe. Ist er weg. Yes! So. Okay, ich schmecke ihn. An der Kabine stand Besitz, Andi. Wieso kommst du trotzdem rein? Warum sagt Andi nichts? Also weil er muted ist. Hoppla, danke. Also hier kann man mit mehr Sachen interagieren und so. Das kommt das nicht noch. Ja, es gibt Türen, die man benutzen kann. Das sind auch sehr gefährliche Highlight. Sachen, wo man tatsächlich an Leitern springen kann, die ich mich aber nicht traue, weil die tödlich sind. Ja, habe ich auch schon gesehen. Das Spiel. Wow. Ist jetzt unangenehm. Hat einen neuen 3D-Pointer hinzugefügt. Okay. Ich habe einen toten Pac-Man hier in der Küche fliegen. Das war ein Versehen. Bin ich immer noch gemutet? Nein. Nee. Okay. Okay. Interessiert noch keinen. Das ist kein Hocker! Alter, was da ist eine Tür! Lars pinkt Sachen mit dem Ping-System. Der Pac-Man ist in die Küche. Pac-Man nicht tot, hieß es gerade? Ich ist beides tot in der Küche. Achso. Ja. Wie groß lang ist dieser Zug bitte, Alter? Ich glaube, der ist unendlich. Der loopt einfach, wenn du vorne ankommst. Stimmt, du kannst recht haben. Das ist aber dann ein clevereres Map-Design als viele andere. Quantenmap. Quantenmap, ja. Oh, hier wurde gemordet. Ich sage, es war... Ich glaube, Pac-Man ist durch die Tür tatsächlich gestorben. Es ging um Geld, es war ein Raubmord. Und ja. Der Tisch wurde umgeschmissen. Boah, geht. Oh, aber man kann, nee, loopt nicht unendlich, man kann auch vorne zum Schaffen, ne? Das hat mich auch jetzt echt ein bisschen überrascht, wenn man das implementiert hätte, so. Das ist schon cool. Ja. Das ist strong gewesen. Hörst du das auch, Fabi? Was denn? Ein Hühnchen. Man sollte gucken gehen, oder? Ist das hier? Nee, geh mal weiter. Warte. Warte mal, geh mal zurück. Ich höre keins. Wo meint ihr? Ich hab dafür gestorben. Das, ja, wir waren alle zu tot hier. Na gut, es gibt ja zwei Traitor, ne? Ja, es kann auch gerade ein Traitor gestorben sein. Wenn der runtergefallen ist. Da ist ein Hühnchen, da drin. Aua! Ey, sag mal. Okay. Waren echt schon alle tot? Also, wer hat mich mit der Shark Trap angeschossen? Oder wie funktioniert die? Läuft einfach rein, stirbst. Ja. Also, diese Leitern sind fake. Nein, sind sie nicht. Wo manche sind? Schon. Also, die Lars und ich gesprungen sind fake. Ich wurde gerade nicht gecheckt. Tobi, du bist dann irgendwie zwischen. Ja, keine Ahnung, ich wurde eh nicht gecheckt, was abging. Die waren alle einfach mal tot. Ja, jetzt habe ich Zugsounds. Sogar ganz schön laute. Hier, da, Tobi, die da. Da habe ich versucht, dran zu springen. Oh, ist gut, dass ich dich versucht habe von oben. Ja, da kannst du kann, brauchst nicht versuchen. Also, ich bin von oben und ich habe die definitiv gehittet. Die ist fake. Ja. Okay. Welche ist fake? Die da, wo du dran stehst. Diesen Kohlewagen quasi. Ich hätte echt gehofft, dass man aufs Dach kann, so. Die ist nicht fake. Andi, komm mal zurück. Du musst aufs Geländer springen und dann an die Leiter einfach rangehen. Okay, also ich hatte es gerade versucht, da war ich nicht erfolgreich mit denen. Ja, und ich bin vom oberen Balkon gesprungen und es war halt auch nicht machbar. Für das er keinen Skill hat, da kann ich ja nichts für. Sag mal, kannst du mal gucken, ob du da das Ding benutzen kannst zum Tuten? Ah, nice. Schon, wenn man da hinkommen kann, dann kann man tuten.
Ich möchte mir ein Getränk. Gerne, wenn ich den Speisewagen finden würde. Das ist direkt hinter der, dem Wagen mit der Pflanze. Ach so. Meinst du mit den, ja, mit den Orden oder mit den Orangen? Fast ganz hinten, vorm Lagerraum war. Nee, so weit komme ich nicht. Dann müssen Sie schon zu mir kommen mit Ihrem Service. Ja, warte. Aber wie hat man wieder die das Gewehr in der Hüfte? Ja, standardmäßig. Ich kann nicht zu dir kommen, weil jedes Mal, wenn ich nah genug rangehe, um die Tür aufzumachen, geht die Tür... Nein! Ich warte nur auf eine günstige Gelegenheit. Geh mal nochmal da auf deinen... Ich bin tot! ...Tender. Hey. Das war doch fake jetzt hier. Komm, Beckmann! Oh, hey. Hä, was ist gerade passiert? Was ist das? Ich bin voll verwirrt hier gerade. Hä? War eine Smoke, keine Sorge. Ich hab Beckmann gemacht, der war Trader. Obi? Obi? Ja. Hier? Aber er ist halt vom Zug gekullert. Weißt du, ich trinke nicht. Ja, das ist ein alkoholfrei. Hier ist, also. Willst du mich zum Zeitkick machen? Okay. Komm schon. Was er stört ist, da trinkt man. Ja, bleib mal stehen. Genau, jetzt hast du alles getrunken. wir haben nichts mehr. Hast du das Fett? Weißt du, wenn du sagst, das hilft uns nicht, ne? Du musst einen Namen dazu. Fabi hat was in der Hand, was er nicht in der Hand haben sollte. Ach, scheiße. Hast du dir schon zugefallen? Ja, okay. Hey. Also, Tobi, ja, du bist letzter Mann, ne? Ist nicht das richtig? Wenn ich jetzt sagst, nicht so ganz bestätigen. Oh, nee, okay. Guck. Lars? Oh, nö. Bist du wirklich jetzt vom Zug gefallen? Och Digga, mach doch mal die Augen zu, Mann. Okay. Aber wo seid denn ihr? Majora's Mask Spieler. Ja, ah, wo fuck. Im Zug? Kann ich dir leider nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich kann ja sagen, ich bin ganz vorne im Zug. Hm. Ich bin irgendwo in einem der mittleren Waggons. Ja, du kannst ja mal zu mir kommen, du musst mich ja töten, ne? Du hast ja noch 3 Minuten 30. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hm. So wie du das sagst, klingt das, als wäre ich Traitor. Ey, Beckmann, lass einen Deal machen. Okay. Du bleibst da, wo du bist und ich bleib da, wo ich bin. Das war für mich fein. Alles klar. Ich denke jetzt auch in der Lade durch. Ja, ich auch. Brauche ich mir ja keine Gedanken zu machen, wenn da einer plötzlich die Tür aufreißt. Oh. Finde ich gut. Sag mal, Tobi, wie fühlst du dich so bei dem Gespräch? Ja, klar. So, wie mache ich euch beide denn jetzt noch weg? Echt? Du warst es die ganze Zeit und du hast mir keine Dings gegeben? Nee. Das ist bodenlos. Beckmann, du hältst die Fahne hoch, ne? Ich gehe jetzt nämlich drauf. Problem ist, ich habe bessere Karten als du. Du kannst dich neu mischen, weil du hast nur noch 2 Minuten. Naja, egal. Diese Tür ist fake. Hä, haben wir uns jetzt verpasst? Jetzt du mit mir? Weiß ich nicht. Nice, Tobi. Das ist so gesichert. Richtig schön abgestürzt. Also ich gebe dir an die recht, die Leiter da vorne ist absolute Scheiß. Also wirklich.
So, das war nicht jetzt ein bisschen harte Kritik an meinen Skills. Ja. Ich wollte kurz mal billig imitieren, als ich schon zugefallen bin, aber es hat keiner gehört. Zum Glück. Also so richtig konsistent sind die nicht. Ich bin gerade auch wieder an der Leiter verreckt. Aber gut. Ja, die funktioniert teilweise. Nicht der einzige, ich weiß nicht, was ihr habt. Also ihr müsst doch euch nur aus Geländer stellen. Ja, aber Beckmann, nein, das Problem gerade ist... aber das Problem gerade ist, ich bin gerade auch spät an die Leiter gekommen. Nur der Typ klettert erstmal runter statt hoch und dann direkt, wenn der tot ist, bist du weg. Also die funktionieren nicht so wie andere Leitern in diesem eh schon komischen Spiel. Ja, Leitern und sich bewegende Dinge ist halt für dieses Spiel nicht gemacht. Ja, ich hab mal gedacht, die Kombi wird sein. Ich weiß nicht, wie genau der hier simuliert, dass wir uns bewegen, aber ja. Ja, aber kann man eigentlich die Bremse drücken? Nee. Ah, schön wär's, ey. Manchmal einfach ein bisschen auf die Bremse drücken. Ne. Im Leben. Ich komme eh nicht mehr weg, Backmann. Ich will jetzt wahrscheinlich sterben. Ach, du kommst, du musst nach unten, nicht nach oben. Oh Gott. Hä, der ist doch komplett OP. Einmal hier den Zug lang geschossen. Was willst du machen? Abi? Oh, ja. Was denn? Da kommt ein Thomas auf uns zu. Ja, ich hab's gehört. Ich weiß nicht, wo der war. Aber auf dem Zug mit dem Zug zu töten ist aber auch schon... Das ist schon böse, ja. Next Level. Ach, ich bin ja auch einfach dumm. Das kenne ich, das Gefühl. Und halt. Kennst du das, wenn du dich nachts so im Halbschlaf so zur Toilette gehst, pinkeln willst und dabei vergisst, die Klobrille hochzumachen? Weiß nicht, ich bin noch nicht über 30. Sören? Ach ey, da will man mal in ein Gespräch einbeziehen, da ist er tot. Dabei noch nicht mal von mir erschossen worden. Sicher? Ja, schon. War das dein Trailer-Kollege? Ja, willst die ganze Schuld wieder abstreifen? Da war einer! Ich seh ihn! Bist du das? Ja, ich bin das. Jetzt los. Okay, die kann man offensichtlich nicht, Hä? Meine Tür geht automatisch auf. Wie machst du das? Dass die zubleibt. Hier. ich muss die. Ah, ja, wenn du da extra vorstehen bleibst, dann, wenn die zugeht, dann geht die nicht auf. Achso, dann geht die nur einmal auf. Du hast aber ganz schön gestunken da drin, ey. Ach Mann, ey, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Was seid ihr überhaupt? Richtung ostwärts. Oben oder unten? Oben würde ich sagen, so per se. So, jetzt bleibe ich hier stehen. Hoffentlich tötet mich die Tür nicht. So, haha. Nice. Was machen wir jetzt, wir beide? Stehen. Stehen und sehen. Man geht dieser Rauch eigentlich mal weg. Ich hab keine Ahnung. Ah, da ist er doch. Wer denn? Na, der Rauch. Achso. Jetzt habe ich mich einen Millimeter bewegt. Da unten ist. Mal kurz gucken. Ja, darfst nicht machen. Sag mal, wo ist Tobi eigentlich? Ist der schon wieder Traitor? Überleg gerade, wie würdest du mich töten wollen, wenn. Okay, Sören. Von unten. Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Ja, hä? Ich hatte einen Disguiser, ich wollte ihn nur mal testen. Ach so. Andi hat confirmed, dass er funktioniert.
Ach so, aber du hast mich auf Fabi verwirrt. Fabi hat, glaub ich, Fabi, du hast gerade auf Lars geschossen, oder? Habe ich mir das eingebildet. Ja, nee. Doch, ich wurde von Fabi getötet. Moment, was? Du hast nach rechts geschossen, Fabi, dann erst hoch. Oben war Andi. Ja, aber unten stand Moment. Daydreamer. Ja, das war bei Lars. Unten war Daydreamer. Ja, aber ja, es war Lars. Das war ich mit einem Item, womit ich mich als Sören getarnt habe. Okay. Das habe ich mal gerade getestet, so während aber ich da rumsaß. Aber der Kollege nicht sieht, dass es das Geist ist, so Quatsch. Muss er gesehen, also ich habe doch noch das Tee über meinem Kopf und alles und die rote Umrandung. Fabi hat mich doch ein Tee gesehen. Ich war verwirrt, egal. Hm. Ich denk so, was zum Fick, wieso denn jetzt Sören? Ich habe einfach nur drauf geballert. Beckmann, danke, dass du mir zeigen wolltest, richtig, aber da waren wir wohl tot. Ja. Ne? Ne? Happens, war happens. Ja, man muss die Dinge ja auch mal testen, wenn man die Zeit dafür hat. Richtig. Jetzt sehen wir hier immer nur dieselben Items. Fabi, alles okay bei dir? Ja. Warum stehst du einfach nur rum? Weil ich gerade was schreibe. Na dann. Ja, muss dein Trader-Kollegen irgendwas schreiben. Hm. Pass auf, ich bin jetzt Sören. Trader-Kollege. Oh, das wäre so geil! Das geht. Jetzt habt ihr Andi auf Ideen gebracht, der wird ich alles. Ich hab richtig Bock! Er muss nur das Item erstmal dafür finden, sonst dauert ein paar Jahre. Ja, es muss halt erstmal eine Rotation sein jetzt. Ich werde jetzt sterben, Beckmann. Das ist richtig. Und dann werde ich dir die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, das ist okay für mich. Willst du vorher deine Waffe droppen, damit ich die haben kann? Ja, die kannst du danach haben. Nee, die fällt ja runter. Na komm. Na klar. Mach jetzt. Okay. Hau rein. Oh lol! Ja, okay. Warum ist jetzt gestorben? Jetzt bin ich mehr tot. Mach's gut, ne? Hä? Ja, ist jemand wirklich gestorben? Das hat der Beckmann ja runtergefallen. Ja. Irgendwann halt tief eingeatmet. Fabi, warum rätst du mich schon wieder nach? Ich guck nur, was du machst. Da ist er ja schon wieder. Ah ja, nee. Hallo. Ah, Sören! Mensch! Du hier! Hä? Sören, sag mal was. Hi. Okay. Okay, Leute, ich wurde gerade teleportiert. Der Teleporter hat einen Teleporter. Also dieses Teleporting. Hast du gerade schon wieder auf mich geschossen? Ja, die als Item ist scheiße. Ach so. Das ist überhaupt voll unklar, wer das jetzt ist. Also ich weiß echt nicht. Die Leiter hinten ist fake, da gebe ich an die Rechte, die kommst du nicht mehr neben uns sterben. Warum wurde ich denn jetzt teleportet? Ich bin verlegen. Andi! Ach man, bin ich alleine. Andi, falls du noch lebst und du ruhig bist, beiden sind es, die haben sich ja gerade gegenseitig verraten. Hä? Okay, hier ist eine Tür ins Nichts. Maps. So eine richtig schwarze, ne? Ja, genau. Habe ich auch schon gefunden, aber. Alter, du hast mich einfach instant gebügelt. Da wusste ich ja nicht mal, was Phase ist. Ich habe mich mitten rein in den Pulk sortiert und habe einfach aus Panik angefangen zu schießen. Warum wurde ich direkt teleportiert? Was hat das für einen Nutzen? Ich dachte, du vielleicht fällst du nach unten. Achso. Aber ich wollte selbst nicht zu sehr Risiko gehen. Ich habe mich an eine Kante gestellt eigentlich. Aber ja, okay. Dich zu teleportieren, weil ihr vier wart da auf einem Fleck. Oder ihr drei zumindest, Sören. Oh, ja. Sören und du. Und ich wollte das einfach ein bisschen aufbrechen und für Verwirrung sorgen. Du hast auch einfach 180 mit MG in den Kopf gegeben, ne? Ich war so schnell tot. Hast du einfach, du hast auch quasi reagiert, bevor Tobi was sagen konnte, was auch recht gut war, weil ich musste erst noch denken, so, ja, da ist Lars jetzt und dann war ich schon tot. Vor allem, ich war als Tobi das Geist. Echt? Ja, eigentlich das perfekt. Geht wirklich? Hier holt mich keiner! War irgendwie die Map ausgetrippelt mal wieder. Ja, das war das Problem, da stand auf Tobi, aber ich dachte, Tobi hat dich erschossen, deswegen war ich am Ballern. Ach so, es waren alle, dachten alle, ich war's, okay. Das war ja, schon so theoretisch ein guter Play, aber ihr wart zu schnell tot, um die Auswirkungen davon zu spüren. Na, Fabi? Nein. Wo findet sich keiner? Das wüsstest du gerne, wenn ich es dir zeige. Ich bin einfach zu doof. Aber, nee. Das ist mein Versteck. Ihr möchtet jetzt durchgehen oder nicht?
Bist du's? Bist du doch. Ja, du bist doch wieder. Komm. Ja, warte, das macht gar keinen Sinn, fand ich gerade. Du kannst aus dem Fenster springen. Oh das, Gott. Da hat doch gerade einer einen Sittich gemacht. Und das wird dann wohl Fabi gewesen sein, denke ich. Ja, dieses. Oh, war glaube ich Fabi, aber ich weiß nicht warum. Beckmann, was hast du gemacht? Der ist da runtergeheatet. Ja, nichts hab ich gemacht. Der ist einfach da runtergeheatet. Ja. Hat da gerade einer mit. Hat der gerade auf dich geschossen? Da war was, ja. Oh, Tobi. Ja, die ballern da drin, ne? Ja, da ist einer. Voll daneben, Alter. China! China? China! Ist das nicht Korea? Hast du dich jetzt echt von dem Ding machen lassen? Nee, ich wollte schon sagen. Nee, Alter. Ich bin gerade zur Seite gesteppt, als er den gezündet hatte. Okay. Oh, sorry. Gott, Beckmann! Ja, okay. komm. Wir, okay, komm, wer ist jetzt noch übrig? Komm. Lars ist noch übrig. Okay. Ja, komm. Ich zeig dir jetzt meinen Trick 17, ja? Geh mal da weg. Okay. Geh mal da weg. Okay. Lass mich mal da hin. Warum auch immer das jetzt funktioniert hat. Komm. Ja. Komm. Alter. Ja, und du stellst dich jetzt auf eine Seite, ich auf die andere, und wenn er kommt, knallen wir ihn einfach ab. So, siehst du, wie ich hier stehe? Okay, ja. Kriegen wir hin, oder? Gucken wir mal, was. Oh, ach, Lars. Ja, ich dachte, ich bin eh tot, weil ich da wieder mal an der Leiter nicht hochgekommen bin. Ich hab nur weitergeschossen, weil ich dachte, dass mit meiner Nürnberg, da kriegen wir an dieses Ohr, die ich daneben gesammelt habe, klar war, dass ich bin. Hätte ich geahnt, dass es jetzt so nicht klar war, hätte ich dich geschossen. Aber anscheinend war es nicht klar. Du bist richtig leise. Ich stand neben dir, hab nichts mit. Ich hab nur irgendwas flüstern. Hör, ich dachte, es wird ein kaputtes Soundboard oder so. Also, die ist ja in Nürnberg gar nicht, ist ja mega leise. War ein guter Move, oder? Andi? War nicht schlecht. Wäre ich da runtergesprungen, hätte ich Jihad gezündet, wärt ihr beide dort gewesen. Ja, aber ja, vorher hätten wir dich abgeknallt. Also. Ja, das war recht unwahrscheinlich. Kann so oder so laufen. Mit Timing so wär's schon. An Solo? Ja, da musst du aber richtig gutes Timing haben. Das ist der chinesische Timing. Zeitminister. Der Bruder von Umlai Tu. Mhm. Ach, der Verkehrsminister. Ne, der heißt Something Wong. Wir sind echt steppen, dass wir doch immer die ganze Zeit sowieso was lachen, aber ist halt gut. Ist auch nicht alles immer so ernst. Nein, hatte ich mit ernst gehabt, weil es einfach so simple Witze sind. Meine ich damit. Ja, sowieso. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Ah. Kauf, meinst du? Ja. Ich frage mich, ob ich kaufe. Fresse, ihr müsst doch lesen, bevor ihr kauft, ne? Ja. Nee. Nicht einfach nur random hier irgendwas klicken, weil das Icon süß aussieht. Aber das sah schön aus, das Icon. Will mir jetzt irgendwann mal einer bitte mal eine Dings droppen? Jihad? Sag mal, immer wenn ich das bin und die eine droppen wollen würde, dann habe ich keinen im Shop. Ich weiß nicht, wie eine aussieht. Der John, der war gerade eine. Die, ja, sieht, okay, aus, die sieht aus wie C4. Was sitzt denn im Shop, Tobi? Nein, wenn ich interessant bin, habe ich keinen Shop. Das ist aber ein Problem. Du musst aber C drücken, ne? Das weißt du. Ja, so wie du gerade C drückst, wenn du mal an der Tür stehst und dich nicht bewegst. Das habe ich gesehen. Bist du das überhaupt oder ist schon wieder jemand? Ja, komm. Lass mal. Entschuldigung. Hören Sie auf. Okay, hab ich es auf mich? Nicht gut geeignet. Hängst du in der Tür fest? Da ist wer gestorben. Trau dich, ich würd echt gern gucken, aber an, die steht da sehr verdächtig. Hinter dir ist einer unsichtbar, ne? Mit wer auch immer da gerade in dem Raum ist, da ist noch einer bei dir drin, der oh ist nein. Unsichtbar. Was ist denn wieder? Hast du gesehen, Tobi? Was denn? Ich hab gar nichts gemerkt. Gegenüber in dem Raum ist einer unsichtbar gewesen. Alter Schwede. Okay. Moment, Andi ist so, ja, aber Lars, ne? Ist ja dumm gelaufen. Ja, also eventuell ist das nicht das beste Item für diesen Map hier auch. Also einer von euch dreien ist es noch? Wer ist mir egal? Ist Andi schon tot? Wir sind Andi jetzt gestorben. Ist vom Zug gefallen. Achso, okay.
Oh, der ist oben. Ja, der springt durch die Luft. Der macht irgendwas. Sind die jetzt alle gestorben? Ah, die Leiter! Also ich hab Lars erschossen. Nee, das bist nicht du. Doch, das bist du. Das ist der Falsche. Sehr gut. Aber das war Abwehrmann. Danke. Ich bin auf dem Zug drauf. Ha! Ich wollte einfach nur Sören ausweichen, wollte über das Dach oder schon wieder in das Scheißding reingelaufen. Na gut, da habe ich mich wieder ein bisschen verkauft, aber es war okay. Okay, also Notiz an mich. Nur jemand unsichtbar war, Mann. Notiz mal an mich, wenn sie mir in den Fingern juckt und ich Sören sehe, dann muss ich abdrücken. Bei Sören immer, der mag das, habe ich gehört, wenn du ihn einfach tötest. Ja, der war, also bisher war immer, wenn es mir in den Fingern gejuckt hat, dann war er. Malos? Mhm. Ich hab da so einen Sinn. Ja. Ey, warum steht dieser Preparing? Hä, das läuft schon 10 Sekunden ganz normal ab, wie immer. Ja. Ich war immer noch nicht Traitor. Okay, gut. Ja, jetzt war's, das heißt, jetzt bist du's. Ne? Genau. Vergangenheitsform. Gib's mir. Na, du sollst mir es geben. Ach so, die Jihad, warte. Jihad, Schmiaz, Arschme. Komm. Nee, haben wir leider nicht. Nein! Oh! Nicht in der Rotation. Machst du nix. Gib mir 10 Sekunden, Alter. Vorlauf, hallo. Ich stopp. Da wird schon wild geschossen mit einer M4, also, Beckmann. Ich weiß. Wer ist dein Kollege? Nicht. Aber wer ist dein Kollege? Sören wieder. Ey. Ja, alles klar. Sören abknallen. Ist doch einfach ein Arsch. Der macht das doch am Ende wirklich. Ich glaube auch. Sag mal, wenn man den Lars wirklich? Ja. Ja. Cool. Ja. Was ist das denn hier? Oh oh. Das frage ich mich aber auch, Beckmann, was das hier war gerade. Tisch, bitte töte mich nicht. Jetzt, also, mich. Lars ist es halt immer noch, ne? Also, was ihr jetzt mit dieser Information macht, ist mir relativ Wayne. Hier sind ein paar Mariannes in diesem Wagen. Gesundheit? Eine Marianne. Sagen wir so, die bist sehr überrascht, was es denn ist. Ah ja. Okay, dann ist es ja nur noch Lars, wa? Ja, das ist richtig. Ja, aber ich muss doch noch irgendwie Sören erschießen. Du kannst ja trotzdem machen. Kannst mir ein bisschen Arbeit abnehmen. Ach so, ja, dann. Weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, gerade. Geh weg. Hab mich nur versteckt. Viele Fragen in meinem Kopf. Oh shit, das wär's jetzt gewesen, Alter. Ich hätte fast einen Abgang gemacht. Ich, ja. Bin ich ganz bei dir. Hast du jetzt schon eine Idee, wie du es machst, Lars, oder bist du noch am Denken? Präzise wie ein Greifvogel. Ah ja. Oh. Kannst du mich mal hier wegteleportieren, Lars? Ich glaube, ich bin stuck. Ich habe leider keinen Credit mehr, um jetzt diesen Sattel zu kaufen. Was denn? Nordischer Gott. Ja, der Japaner. Ja. Ich glaube, die führen keinen Ü. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, vielleicht wenn man den auf den Fuß tritt, dann können die das. Ja. Beckmann, wenn du hier runter gehst. Nein. Nee, hier nicht. Der Spinner. Ach, du bist im Traitor-Raum, oder Lars? Ja. Ach, Digga.
Okay, wer ist der Spack, oder? Okay. Wirklich jetzt? Da steht doch wer. Hier ist Beckmann. Oh. Oh fuck. Ja, das ist überlebt. Das ist eigentlich established. Das hinter dir. Hey, genau. Ich bin so verwirrt. Einen von dem darfst du nicht trauen, Blitz, Andi. Was? Moment. Was doch nicht? Beckmann, hast du jetzt gerade Lars erschossen? Dann ist es wirklich Sören. Das ja, nein! Wild. Das ist ja wild. Moment. Nee, stopp. Ich bin so verwirrt. Nee, der hat mich gewarnt wegen den Dingen. So smart ist er nicht. Das ist Beckmann! Nee, das bist du. Du bist halt. Nenn mich noch einmal Ratte. Ihr macht das einfach unter euch aus und ich. Ja, wir bumsen dann unter uns aus. Wir können auch einfach 2 Minuten warten. Oder ist die Runde eh vorbei? Könnten wir auch tun. Ich hab da per se kein Problem mit. Ich auch nicht. Ja, als ob. Lass mich die ganze Zeit wegballern können. Ich war so verwirrt einfach. Wenn Sören es ist, dann hat er wirklich gut geplayt in dem Moment, wo er mich nicht abgeknallt hat. Sören, du bist es. Ach komm. Du bist von der Labertasche, Andi. Komm, machen jetzt. Komm jetzt her hier. Dann gebe ich dir einfach einen Headshot. Ich bin's. Nein, Andi, geh weg. Geh weg, hau ab, Sören. Dir glaube ich das. Der ist hier, der war hier hinten irgendwo. Ey, du gehst. Warte doch einfach 60 Sekunden, du Dulli. Nein! Du musst jetzt drauf gehen! Oh. Wobei eigentlich auch tatsächlich. Ja, komm, warten wir halt. Ist mir auch. Ja, komm, mach nochmal die Tür auf, dann gebe ich auch ein Handy. Dann machen wir fertig. Nee, komm du lieber rein. Toll. Guck mal, du hast sogar gute Chancen. Ich habe nur noch 1/3 HP. Dann nehmen wir Medipack. Lass dich im Shop. Gut, also gesetzt im Fall, du bist Traitor, dann müsstest du ja echt mal langsam die Tür aufmachen, Beckmann. Also. Ich muss gar nichts, Digga. Sieht schon langsam nur etwas unangenehm. Ja, dann verliere ich jetzt halt die Runde als Traitor. Was ist das denn hier? Oh Junge, das war eine Marianne. Ja, haben wir gewonnen, wa? War gewonnen. Ja. Fuck, ich habe euch nicht mehr gefunden. Alter, das war so eng! Das war so eng einfach, wir hätten uns beinahe wirklich alle gegenseitig weggeballert. Ich hab so gehofft, dass ihr euch abballert. Ich hatte. Das war auch wirklich knapp. Ich sag so, hätte ich Andi nochmal gesehen, hätte ich auf ihn geschossen. Ja, hätte ich dich gesehen, hätte ich auch auf dich geschossen. Ich war kurz davor, ich hatte die Chance und dachte, okay, jetzt warte noch. Aber nee, ich hätte schießen. Aha. Hättest du das mit Lars, hätte mich wegmachen können, früher gesagt, Andi, dann hätte Beckmann mich vielleicht nicht weggemacht. Ich wollte mich halt proven, indem ich mich an dich anschleiche, aber nichts mache so. Hallo, bitte guck doch mal, glaub mir doch bitte. Ich war so verwirrt, weil alle waren sich so sicher, dass du ein bist. Und ich weiß auch nicht warum, einfach nur, weil ich ein bisschen getrashtalkt habe. Weil du davon geredet hast, was du keine Ahnung. Weißt du, er stand da, er tänzelte rum wie ein Blöder und irgendwann schmiss ich die Liftgranate auf ihn und dann so, oh. Ja, also es hat mich zum Glück nicht gekillt, weil ich dann einfach ein Dach höher bin, aber Beckmann hat mich dann halt einfach eiskalt abgeschossen, der sagt. Ja, das war ausgegangen, dass du bist. Das war der Trader-Zug, jetzt geht's weiter. Bis dann, ciao.